Das hier müsste doch bei den Jugendlichen gut ankommen. Das tat es auch, bis wir dieses Problem mit dem Kind der Jenkins bekamen. Das Gericht zwang mich dazu, meinen besten Alligator einzuschläfern. Nun, was kann ich für euch tun? Ich habe so einen Drang, mir eine Tasche zu kaufen. Ich hoffe für dich, dass das nicht der Anfang eines Witzes war, Stadtjunge. Ja. Weißt du, was das hier ist? Bis ich mir eine neue besorgt habe, muss ich die Golfbälle selber aus dem Wasser fischen. Ja, er sagt halt, das ist eine Golfballzange, aber sie ist kaputt. Ist das nicht gefährlich? Sieh dir das an! Ja, da knabbern die Alligatoren an. Welches Handicap schafft hier der durchschnittliche Yeti? Yeti? Fang mir bloß nicht mit Yetis an! Ich hatte einen Yeti. Er war meine Hauptattraktion. Ich fange an, einen roten Faden in der Geschichte zu sehen. Und was hat mir das eingebracht? Ich habe ihm Essen und Zuflucht gegeben. Was hat mir das eingebracht? 10er und 20er? Nein, er rannte davon. Hat ihm jemand geholfen? Nun, jemand muss ihm den Schweißbrenner gegeben haben, den er brauchte, um sich von seinen Knöchelbändern zu befreien. Knöchelbänder? Okay, Ankerketten. Er ist sehr freundlich zu seinem Yeti gewesen, ja. Was hältst du von Conroy Bumpus? Conroy Bumpus? Er ist mein Idol. Ich habe all meine Kinder und Haustiere nach ihm benannt. Ich habe ihm zu Ehren einen Altar aus Bierbüchsen in der Garage errichtet. Ich lebe nur für den Tag, an dem ich ihm leibhaftig begegne. Warum fragst du? Nur so. Geh nicht weg. Wo sollte ich hingehen? So, jetzt können wir mal runter zur Golfanlage. Zu Gator Golf. Max, lass uns gehen. Und der Geschäftsführer weiß nicht, was mit diesem Yeti passiert ist? Das hat er gesagt, Mr. Bumpus. Weißt du, Lee Harvey, ich fange an zu glauben, dass ungeheure, unsichtbare Kräfte mich an meiner Mission hindern wollen. An sowas denkte ich auch schon. Denkte? Hey, guck mal, es sind diese, wie war das nochmal, Sam? Neandertaler? Ja, Neandertaler. Was bist du überhaupt, Präsident des Haarclubs für kleine Leute? Das ist Mr. Conroy Bumpus, berühmter Country-Western-Star. Ihr solltet ihm besser etwas mehr Respekt entgegenbringen. Für mich sieht er wie ein schmieriger Zuhälter aus und ich wette, seine Glatze juckt ganz fürchterlich unter dem schlechten Haarteil. Vielleicht solltest du mal in den Spiegel schauen, du Fusselhintern. Ja? Ich glaube, ich habe mehr Haare an meinem fusseligen Arsch als du auf deinem heiligen Country-Kopf. Okay, das ist genug. Niemand macht Witze über mein Haar. Halt still, du räudige Polarkatze! Viel Spaß, Boss. Was für ein Arsch. Aber trotzdem, netter Schlag mit dem Fünfer-Eisen. Ja. Jetzt haben wir ein Problem. Wir müssen Max da rauskriegen. Das ist Max. Ich hasse Country-Musik. So, jetzt können wir uns erst einmal ein Eisen nehmen. Ja, der Ball geht ins Nirvana.
Gut, jetzt können wir auch festlegen, wohin wir schwingen wollen. Sam ist dabei ziemlich zielgenau. Also erst einmal versinken wir Max. Einfach weil wir es können. Platsch. Hey! Hol mich verdammt nochmal hier raus! Ja, mal gucken, was passiert, wenn wir die Mühle treffen. Nichts. Wir können halt auch auf die Alligatoren. Das bringt nur nicht viel. Und es sind sehr viele Alligatoren hier, wie man sieht. Also nicht nur die im Wasser, sondern auch die hier links und rechts, die alle so faul sind. Es ist ein Eimer voller Golfbälle. Liebe Alligatoren! Wollt ihr knackige Kakerlaken? So, wir wollen jetzt die Golfbälle mit den Fischen tauschen. Ich weiß nur nicht mehr, was wir mit den Golfbällen anfangen mussten. Da komme ich aber schon noch drauf, wenn es soweit ist. So. Edgy Badge, du triffst mich nicht! Hier ungefähr müssen wir, glaube ich, platzieren. Weil wir müssen jetzt die Alligatoren dazu bringen, sich ein bisschen zu bewegen. Okay, das war nicht richtig. Und dann hier drüben nochmal. Direkt vor die Nase setzen. Vorwärts! Ja, und Max beschwert sich ja die ganze Zeit. Das Problem ist, die Alligatoren schwimmen immer ein Stück weiter als da, wo ich sie gerne hin hätte, wenn ich direkt sie dahin ziehen lassen würde. Ah ja, gut, jetzt haben wir den schon mal. Genau das meinte ich. Also, sie bewegen sich nicht so weit, dass sie umdrehen müssten. Das heißt, eigentlich, wenn wir den dahin jetzt setzen, sollte es reichen. Genau. Also wir benutzen hier quasi die Schlange auch als... Edgy Badge, du triffst mich nicht! ...Mittelpunkt. So, den nächsten müssen wir hier oben hinsetzen, dass sich der umdreht. Okay, das war zu weit. Mal gucken, ist das richtig? Nein. Dann schwing mal dahin, mal gucken. Okay, darauf reagieren sie gar nicht. Hol mich verdammt nochmal hier raus! Jetzt eigentlich direkt vor seine Nase dürfte reichen. Ja, das sollte passen. Jetzt brauchen wir nur noch den letzten da oben.
dir. Hey, du hast einen Weg über den Parcours gefunden. Und leider dürfen wir jetzt nicht noch aufs Helm ballern. Mann, das hat aber auch lang genug gedauert. Sei still, Max. Ich hasse diesen Sport. Vielleicht, weil du ein lausiger Golfer bist? Du bist heute ein nervendes kleines Karnickel, was? Ja, warum setzt du dich nicht in diese stinkende Kabine, während ich auf wehrlose Fische einprügle? Das würde dir ja gefallen. Sollte ich dich einfach dort drinnen lassen. Habe ich schon erwähnt, was für ein lausiger Golfer du bist? Leck mich, Sam. Ja, dieses Spiel war... Leck mich, Sam. Dieses Spiel war noch sehr unzensiert. Hey, Sam! Hey, was? Ich habe noch ein Büschel Yeti-Haare in der Kabine gefunden. Während ich mein junges Leben wartend verschwendet habe, konnte nur da sitzen, in dieser schrecklichen Kabine. Warten! Oh, Max, hör auf damit. Okay. Hier, du trägst das. Das mache ich. Ich bin mir nicht sicher, wo du das aufbewahrt hättest. Das geht dich nichts an, Sam. Ja. Es ist ein Haufen ausgeblichener Yeti-Haarbüschel. Würde sich in einem Bilderrahmen gut machen. Und sie sind nass. So, wir haben auch noch hier was gefunden. Das ist eine Schneekugel vom geheimnisvollen Wirbel in Gullwomp, Washington. Flupp, der geheimnisvolle Wirbel. Lass mich mal sehen. Schau. Zu schade, dass sie leer ist, sonst hätten wir sie schütteln können. So wie jetzt? Genau. Passiert halt nichts. Was steht auf dem Boden der Schneekugel? Für Elmo den Yeti. Bleib am Ball. Shavul, der Maulwurfmann. Hey, vielleicht befindet sich Shavul beim geheimnisvollen Wirbel. Lass uns schnell dorthin fahren, bevor mich wieder irgendetwas ablenkt. Nein. Habe ich die Golfbälle noch? Ja, vielleicht kann ich sie zurückgeben. Ich weiß nämlich echt nicht, für was ich die Golfbälle noch bräuchte. Ich glaube nicht, dass er das möchte. Naja, vielleicht fällt es mir wieder ein, für was die Golfbälle gut waren. Die Fische haben jedenfalls ihren Zweck erfüllt. So, nächste Haltestation ist das Wollknäuel. Das größte Wollknäuel der Welt. Ja, mit einer Gondel kommt man hoch ins Restaurant. Aber wir wollen erstmal unten ins Museum. Lustige Tatsachen über das größte Wollknäuel der Welt. Ausgerollt würde das Wollknäuel von hier bis weit hinter den Jupiter reichen. Wissenschaftler sind sich einig, dass das schiere Gewicht des Knäuels die Erde im Jahre 2053 aus ihrer Umlaufbahn wirft. Und unseren Planeten direkt in die Sonne katapultiert. Zum Glück beträgt meine Lebenserwartung nur 6 Jahre. So kann man das natürlich auch sehen, kleiner Freund. Ja. Dieses Schild sagt mir mehr, als ich über diese Monstrosität wissen möchte. Das ist Max. Auf der Hinweistafel steht, dass es vom ersten Yard des Wollknäuels fein säuberlich abrasiert wurde. Ich wusste gar nicht, dass es schon alt genug für eine Rasur war. Es ist ein 1/200.000stel Modell des Original-Wollknäuels. Und es ist nur ein 1/200.000stel so doof wie das Original. Ja, und da sitzt einer. Er sieht aus wie mein Deutschlehrer, den ich in der 8. Klasse hatte. Nur irgendwie netter. Nun, das sieht man wohl nicht alle Tage.
Wovon zum Henker sprichst du, Sam? Wir schmeißen unsere Fischköpfe immer aus dem Fenster. Ja, aber die sind Forellen. Ja, das sind die Fische, die dem Fischer geklaut wurden. Arbeiten Sie hier? Jo, bin schon seit 40 Jahren dabei. So, was kann ich jetzt für euch tun? Ja. Wie sind Sie überhaupt zu diesem Job gekommen? Ich habe mich an die Spitze gekämpft. Bin über Leichen gegangen. Hören Sie auf, mich so anzustarren. Ich kann's einfach nicht lassen. Es sind Orte wie dieser, an denen ich wünschte, ich wäre Kanadier. Die haben auch so einen dort drüben, aber die Hälfte davon ist französisch. Ja, Kanada-Witze. Sie haben nicht zufällig eine 8 Fuß große, pelzige Kreatur gesehen, die auf den Namen Bruno hört. Sprecht ihr von Bruno, dem Yeti? Genau. Er und einige andere Yetis halfen damals mit, das Wollknäuel zu bauen. War so 1956. Die Geschichten, die ich erzählen könnte... Nein! Ich habe heute schon genug Geschichten gehört. Haben Sie Bruno vor kurzem gesehen? Ich habe Bruno seit ungefähr 30 Jahren nicht mehr gesehen. Ist er in Schwierigkeiten? Das kommt auf Ihre Definition an. Ich benutze gern die mit dem stacheligen Ameisenigel. Nun, gibt es noch etwas anderes, wobei ich euch helfen kann? Was ist mit all den Fischgräten, die dort am Fenster vorbeifliegen? Das sind die Überbleibsel unserer letzten Fischlieferung. Unser berühmtes, rotierendes Restaurant fliegt täglich frischen Fisch von der Welt der Fische in Mosquitoville, Missouri ein. Ja, so hätten wir auch die Welt der Fische freischalten können, noch? Ist Conroy Bumpus hier vorbeigekommen? Wer ist das? Ein Country-Western-Star, dem der Ruhm zu Kopf gestiegen ist. Ich würde ihn nicht erkennen, wenn ich ihn sehen würde. Ich komme nicht weit rum. Ja, er sitzt da Tag ein, Tag aus seinem Stühlchen. Dieses Wollknäuel ist nicht aus einem einzigen Stück gemacht worden, oder? Doch, doch. Es ist das längste Stück Wollfaden in der Welt. Fast 92 Yards lang. Wie sind Sie überhaupt zu diesem Job gekommen? Ich habe mich an die Spitze gekämpft. Bin über Leichen gegangen. Das wäre dann erst einmal alles. So, jetzt könnten wir versuchen, Max zu benutzen. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Wir brauchen was Schlangenähnliches, um den Ball zu durchdringen. Adjektive wie groß und gewaltig fangen erst an, dieses Ding zu beschreiben. Ich glaube, blödsinnig und albern wären sinnvolle Zusätze. Und wir dürfen grotesk nicht vergessen. Ja. Das ist ein völlig unbrauchbares Ding. Also, wir brauchen was Schlangenähnliches. Eigentlich erinnere ich mich noch an irgendeinen Dialog, wo man ihn gefragt hat, was passiert, wenn man das Wollknäuel durchschneidet, nämlich, dass man dann ins Gefängnis kommt. Also erstmal kombinieren wir die beiden Sachen. Es ist eine kaputte Golfballzange mit... Ja. Es ist eine kaputte Golfballzange mit einer abgetrennten Hand dran. Genau. Und dann brauchen wir noch die Kühlschrankmagneten. Und ja, auf solche Dinge muss man kommen. Sowas Groteskes zu sehen. Nun, das war hervorragend. Nicht zu vergessen, physikalisch völlig unglaubwürdig. Ist das ganze Spiel. So. Ich sollte glücklich sein. Ich sollte glücklich sein. Können wir jetzt noch zu dem Ring befragen? Wie viel bezahlen die einem so, wenn man fragen darf? Ich bin freiberuflicher Mitarbeiter. Aber ich darf hier schlafen und ich bekomme so viel Wolle, wie ich essen kann. So, was kann ich jetzt für euch tun? Was würden Sie tun, wenn jemand, sagen wir mal, 94 Yards aus dem Ball schneidet? Wir würden ihn erschießen, häuten und stückchenweise verkaufen. Okay. Sind Sie sicher, dass Sie Conroy Bumpus nicht gesehen haben? Ich weiß es einfach nicht.
ist das umwelttechnisch gesehen nicht unklug, so übertrieben viele Gräten einfach zu verklappen. Vielleicht, aber wen kümmert's? Hey, gutes Argument. Ja, in Amerika wenige. Gibt es noch etwas, was Sie uns über Bruno erzählen könnten? Nichts, was nicht mindestens 40 Minuten eurer Zeit in Anspruch nehmen würde. Dann vergessen Sie's. Ich brauche meine Informationen in mundgerechten Stücken. Es sind Orte wie dieser, an denen ich wünschte, ich wäre Kanadier. Die haben auch so einen dort drüben, aber die Hälfte davon ist französisch. Das wäre dann erst einmal alles. Gut, jetzt können wir noch ins Restaurant hochgehen.